Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und ich hoffe, ihr habt schon fleißig meditiert in den letzten 2 Wochen, denn jetzt, wenn ihr das hier hört, ja, ist der Meditation Wert schon in der 3. Woche. Und ich habe hier jemanden, den ich schon angekündigt habe. In meinem Jahresrückblick habe ich dich angekündigt. Da habe ich schon gesagt, dass du kommst, glaube ich. Ja, Doch, habe ich so, gesagt, ja. ne? Und zwar die liebe Ingi. Mit der Ingi habe ich die Yoga-Ausbildung gemacht und ich habe ja auch meinem Jahresrückblick über dich geschrieben. Genau, daher kennen dich vielleicht auch die Leute schon, so vom Namen her und vom Bild. Und die Ingi ist hier reingekommen in meine Wohnung und hat mir vorhin gesagt, dass sie ja gar nicht weiß, worüber sie so reden soll und warum sie überhaupt in meinen Podcast kommt. Und damit fange ich jetzt einfach kurz an, bevor wir jetzt irgendwie darüber reden, was du so machst. Das kommen wir bestimmt auch noch zu. Kannst du mir erstmal erzählen, wie du zum Meditieren gekommen bist, weil darüber reden wir ja überhaupt im Meditation Match. Okay, hallo erstmal. Genau. Hallo erstmal. Also meine Meditationsgeschichte startet, also hat sehr früh schon gestartet, in sehr jungen Jahren. Ich habe jemanden in meiner Familie, der mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat und mitgenommen hat damals. Ich glaube, so das erste Mal richtig meditiert habe ich mit 13 Oh, krass. oder mit Okay. 14 und tatsächlich auch in einer sehr bewegenden Meditationssitzung, weil das ist ja, das ist schon sehr intensiv gewesen. Ich war damals in einer schwierigen Phase zum gerade, also gerade frisch in der Pubertät eigentlich, wo ganz viele Themen losgehen und ja, da habe ich in dieser Meditationssitzung habe ich eine sehr bewegende Erfahrung gemacht, auch so außerkörperliche Erfahrungen und so. Also es war sehr, sehr intensiv und das hat mich geprägt und seitdem meditiere ich mal zeitweise regelmäßiger und dann auch zeitweise auch wieder unregelmäßiger, was vollkommen in Ordnung ist. Gut, dass du sagst. Ja, Sonst hätte ich es jetzt noch hinzugefügt. ja, Ja. das ist aber auch ein Lernprozess. Also das durfte ich auch über die letzten Jahre lernen, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn man mal mehr praktiziert und mal weniger praktiziert und dass man dann nicht da sitzt und sich selbst dafür basht, wenn man auch ein paar Wochen oder Monate gar nicht praktiziert hat, ne? Obwohl man ja eigentlich auch immer merkt, dass es sehr gut tut, regelmäßig zu praktizieren, aber innere Hürden einen natürlich auch gerne davon abhalten, das regelmäßig zu tun. Ja, so bin ich ans Meditieren gekommen und ich habe eigentlich mit dieser anleitenden Person an meiner Seite da auch ganz viel Erfahrung sammeln dürfen, worüber ich sehr dankbar bin. Und ich finde dieses Projekt super, super cool, weil ich schon ganz oft über die letzten Jahre gedacht habe, Wahnsinn, wenn ich diese Person nicht in meinem Leben hätte, dann wäre ich womöglich gar nicht in der Art und Weise auf diesen Weg gekommen. Und das haben ja so viele Leute eben nicht. Und das ist ein so, so schönes Projekt, auch dass es komplett kostenlos ist, einfach für alle zur Verfügung steht, ja, so wertvolles Wissen und Material irgendwie in die Welt zu bringen. Weil das ist ja eigentlich genau das, worum es geht. Ne? Es ist ein Gut, was wir haben, was einfach vergessen worden ist und wo wir auch ganz viel von abgelenkt werden, damit wir es halt eben nicht machen. Das hatten wir ja eben auch schon, das Ja, Thema. genau. Und Ja. deswegen finde ich das total toll und ich freue mich auch daran, teilhaben zu dürfen. Soll ich direkt zu dem Buch kommen? Ja, Soll ich direkt gerne. Also ich erzählen? genau, ich erzähle auch einmal kurz, weil es wird tatsächlich von mir auch noch eine E-Mail in den Meditation March geben. Also für die Leute, die jetzt hier zuhören, die eh schon drin sind, die werden das dann, weiß ich nicht, ob sie es schon gelesen haben. Ich werde auch über das Thema Affirmationen und Mantras einmal was schreiben. Also über Mantra-Meditation, so im Grundlegenden. Und bevor, genau, falls ihr jetzt noch hört und denkt, okay, interessiert mich, ihr könnt euch immer noch anmelden. Ich sage es jedes Mal. Ihr könnt euch auch noch am 23. März anmelden. Ihr kriegt dann alles im PDF. Genau, und du hast mir, glaube ich, vor ein paar Wochen war ich bei Ja, dir, es hast du war so mir,
hast du mir erzählt, dass du ein neues Buch entdeckt hast und dass dich das Ja. voll umgehauen hat und dass du gesagt hast, ey, ich mach das jetzt. Genau, da habe ich nämlich schon gesagt, Ja. das kannst du in dem Podcast erzählen, weil ich finde, es ist so simpel Es ist eine so simple und so geil. Technik. Es Genau, ist erzähl mal von dem Buch. total genial. Also das Buch heißt Mantra, ein Zauberwort für jede Lebenslage. Pack ich in die Shownotes. Genau, von Swami Shivananda ist das. Und ich bin auf das Buch gekommen, weil vielleicht kennt die Frau der eine oder andere von euch oder die ein oder andere über Vera F. Birkenbiel. Ich gucke mir sehr gerne auf YouTube Ja, ich zwischendurch auch. mal ihre Vorträge an, weil sie spricht Ja. natürlich viele Themen an und das ist Ja. immer mal wieder ein ganz Ist guter mega. Reminder so. Und in einem ihrer Vorträge hat sie, das war glaube ich, noch relativ Anfang Januar, hatte ich mir dann einen Vortrag angeguckt und da hatte sie dann nämlich über unterschiedliche Themen gesprochen und da hatte sie dieses Buch erwähnt. Und zwar unter dem Gedanken oder mit dem Gedanken, sie hatte da ein so schönes Bild gemalt, dass unser Geist eigentlich, also unser Geist ist ja ständig in Bewegung und schwingt ständig von links nach rechts. Und sie hatte da ein ganz schönes Bild gemalt, was auch in dem Buch, also was sie aus diesem Buch sich rausgenommen hat für ihren Vortrag. Und das fand ich sehr interessant. Und zwar hat sie eine Geschichte erzählt, wie in Indien, in einer sehr eng gebauten Stadt, zu einem bestimmten spirituellen Fest, die Leute so eine, ja, sowas wie so eine Parade oder so einen Umzug planen. Und dazu soll ein Elefant beschmückt durch diese engen Gassen geführt werden. Und das Problem ist jetzt aber folgendes: der Elefant, wenn der läuft, dann schwingt der Rüssel ja so Hin und stark von her. links nach rechts und Ja. er wird dann die Fenster in den Häusern einschlagen und also wird dann nur Chaos veranstalten. Und dann hatte man sich halt überlegt, dass man dem Elefanten einen Stab in den Rüssel gibt, damit er etwas zu tragen hat, weil wenn Ja. der Rüssel was zu tun hat, dann schwingt er nicht von links nach rechts und so Ja. ist der Elefant mehr in der Stille, der Rüssel ist mehr in der Stille, mehr in der Waage und die können halt diese Straße passieren. Und das finde ich so genial, weil warum erzähle ich jetzt dieses von irgendwas von irgend so einem Elefanten Mit und dem irgend Rüssel. so einem, genau, und irgendwann irgendwas mit einem Rüssel und einem Stab. Was hat das jetzt mit Meditation zu tun? Kann ich dir erklären. Der Rüssel, also der Elefant bist du und der Der Rüssel ist Rüssel unser ist Geist. dein Geist, genau. Und wenn man dem Geist keine Beschäftigung gibt, also keine Aufgabe, wie zum Beispiel einen Stab zu tragen, dann schwingt er halt ständig von links nach rechts. Und diese Beschäftigung, diese Aufgabe kann ein Mantra sein. Und aufgrund von dieser Geschichte, die sie dort erzählt hat, habe ich mir dieses Buch gekauft. Und das ist so, so, so genial, weil das funktioniert, ob du an Gott glaubst oder an eine gottähnliche Person, Erscheinung, ob du es Gott nennst oder auch anders nennst, ist vollkommen egal. Ob du überhaupt glaubst oder gläubig bist oder irgendeinem Glauben angehörst oder nicht, ist auch vollkommen egal. Du kannst das, egal wo du gerade in deinem Leben stehst, egal in welche Richtung sich dein Glaube bewegt oder auch nicht bewegt, egal was du gerade in deinem Leben machst, kannst du diese Technik anwenden. Und das ist super einfach im Alltag umzusetzen, was ich ja immer total genial finde, wenn. Was ich total genial finde, wenn ich höre, ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen und dann an nichts zu denken, eine Stunde oder so. Das hat man ja ganz oft mit Meditation in Verbindung gebracht. Das ist auch ein Teil von dem Ziel von Meditation oder kann Ich wollte ein gerade Ziel sagen, es sein. ist das Ziel, dass sie an nichts Ja, mehr denkt. Es ist nicht der aber Anfang. das heißt nicht, dass du dich hinsetzt und dann an nichts denkst. Also das ist nicht. Und das Coole dabei ist, du kannst es immer machen. Du kannst es machen, wenn du in der Warteschlange an der Kasse stehst. Du kannst es machen, wenn du in der Bahn sitzt und aus dem Fenster schaust. Du kannst es machen, wenn du das Geschirr abwäschst, wenn du die Wäsche zusammenlegst oder Staub saugst.
Du kannst es machen, wenn du auf dem Klo sitzt. Du kannst es machen, also du kannst es eigentlich immer dann machen, wenn du ansonsten, wenn du gerade einer Tätigkeit nachgehst, wo du normalerweise in irgendwelche Tagträume reinverfallen würdest Oder einen Podcast oder hörst. Podcasts hörst oder ja, also immer dann, wenn du eigentlich gerade so beschäftigt bist, aber nicht viel über deine Tätigkeit als solche nachdenken musst. Und das funktioniert wie folgt. Du suchst dir ein Mantra. In dem Buch wird empfohlen, dass man sich ein bewährtes Mantra aussucht. Es gibt bestimmte Mantren, es gibt bestimmte Leitsätze oder Wörter, die halt über die letzten Jahrtausende funktioniert haben. Die haben dann natürlich eine ganz bestimmte Wirkung und Kraft. Das kann zum Beispiel, wenn man jetzt dem Christentum angehört oder an Jesus glaubt, dann kann das zum Beispiel Jesus sein oder Ave Maria. Im Islam kann das Bismillah sein oder Bismillahirrahmanirrahim kann das sein. Das ist dann die lange Version, kann man sich aussuchen. Das kann Allah sein, das kann Gott sein, das kann Shiva sein, das kann Rama sein, das kann, also ihr könnt euch aus dem Sanskrit was nehmen. Das, ja, das ist, das kann auch ein Wort sein, wie zum Beispiel Liebe, ja, wenn du dich nicht mit einer Gottheit oder irgendwas identifizieren kannst oder damit nicht warm werden kannst, so etwas zu benutzen, kannst du auch Liebe nehmen oder Frieden, den, was du sagst. Und im Prinzip ist dann, du nimmst dir dein Mantra. Wichtig ist nur, wenn du dich für ein Mantra einmal entschieden hast, solltest du dabei bleiben, zumindest für eine gewisse Zeit. Ja, weil ansonsten kann das Mantra seine Wirkung nicht entfalten. Also es wird im Buch so beschrieben, als würdest du nach Wasser graben und wenn du ein Loch gräbst und nach 3 Metern aufhörst zu graben und woanders wieder anfängst zu graben, dann kommst du halt niemals ans Wasser, ne? Das heißt, du solltest, wenn du dich einmal für ein Mantra entschieden hast, bei diesem Mantra bleiben. Das kannst du immer praktizieren, also wirklich immer, immer dann, wenn du Zeit hast für, ja, um dir Gedanken zu machen, eigentlich genau in den Momenten. Was auch super, super toll und gut funktioniert, ist, das vorm Einschlafen zu praktizieren. Das heißt, du legst dich ins Bett und ja, praktizierst dein Mantra. Und das Coole dabei ist, dass das ja ziemlich schnell auch Einschlafprobleme und auch Durchschlafprobleme lösen kann. Weil viele, viele Leute haben ja auch das Problem, sobald sie sich ins Bett legen, dann fangen die Gedanken an, richtig zu kreisen. Dann wird sich Gedanken gemacht über Gott und die Welt und über die Probleme und was sonst noch so ansteht. Und das hält dann vom Einschlafen ab. Also Menschen mit Schlafproblemen, und ich kenne das selber von mir, man hat auch immer mal wieder Phasen, wo das dann stärker kommt oder weniger stark kommt, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwie chronische Schlafprobleme hat. Da hilft es total gut, weil man sich einfach auf dieses Mantra konzentriert und dann, ja, binnen Minuten einschlafen kann. Und das Mantra, weil das eben vor dem Einschlafen praktiziert wurde, im Geist dann noch die ganze Nacht weiterarbeitet, bis man morgens wieder wach wird. Und das macht ein anderes Gefühl am nächsten Morgen. Wenn du jetzt neu in der Meditationspraxis bist, weiß ich nicht, ob das dann von Anfang an so spürbar ist, der Effekt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das relativ schnell gemerkt habe. Also die erste Nacht, wo ich dann am Abend das Mantra praktiziert habe und dann morgens wieder wach geworden bin, habe ich viel erholter geschlafen. Und das ist in der Zeit gewesen, wo ich ja 1 bis 2 Stunden nachts nur geschlafen habe, weil ich ganz massive Schlafprobleme hatte, ne, aufgrund von persönlichen Situationen, die da zu der Zeit waren. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Und das Coole an dieser Methode ist halt auch einfach, wenn ich Leute sagen höre, ich habe keine Zeit, Ja.
Ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen und zu meditieren und dann auch noch eine Stunde. Ich weiß nicht, wie die Leute mal drauf kommen, dass man sich eine Stunde Auf hinsetzen einer muss. Baumwurzel natürlich. Also Leute, man kann wirklich, also weg von diesen hohen Ansprüchen, fang noch mal mit 5 Minuten an. Fang doch einfach mal mit 5 Minuten an und dann guck doch einfach mal, wie sich das entwickelt. Das ist genauso wie mit dem Sport machen oder eine neue Sprache lernen oder ein Musikinstrument lernen oder whatever. Also, das ist ja, am Anfang muss man sich vielleicht ein bisschen überwinden. Ja, das ist einfach so, weil wenn das so leicht wäre, dann würde es ja Wird's jeder jeder tun. machen und eigentlich ist es ja aber im Prinzip so leicht, ne? Du musst dir halt einfach nur die Zeit nehmen und und das Mantra zu praktizieren, die Zeit hast du immer. Die Zeit hast du immer, weil Wäsche legst du zusammen. Und ob du jetzt dabei Fernsehen guckst oder das Mantra praktizierst, so what? Oder in einer Schlange beim Einkaufen, da stehst du, da kannst du sowieso gerade nichts anderes machen. Du stehst da und wartest. Also praktizier doch das Mantra, anstatt jetzt drüber nachzudenken, dass du die Kinder gleich noch abholen musst oder dass du, was du heute Abend zum Essen kochen musst oder dass du den Bericht für die Arbeit noch fertig schreiben musst oder sonst irgendeinen Scheiß, ne? Dann praktizier doch dein Mantra, weil in dem Moment kannst du ja sowieso nichts anderes machen. Also ob du dir jetzt Gedanken über irgendeinen anderen Kram machst oder praktizierst, ändert in dem Moment nichts, außer dass du im Hier und Jetzt bleibst, ne? Und dass du deinen Geist unter Kontrolle hältst. Wir müssen ja immer bedenken, das habe ich ja auch schon so durchblicken lassen, beziehungsweise haben andere auch schon durchblicken lassen. Wir haben einen Geist. Wir sind der nicht. Und das habe ich auch schon in den letzten Podcast-Folgen mit Alicia hatten wir das Thema ja auch schon, dass wir gesagt haben, wir haben Gedanken, wir haben Gefühle, wir haben einen Geist, aber wir sind nicht der Geist. Und wir haben eine Kontrolle über den und den können wir uns zurückholen. Wenn du, wenn das genau ist, Wir was du müssen uns über sagst, die ne? Kontrolle bewusst werden, ne? Genau, Dass weil. wir, weil wir haben Kontrolle. Ja. Das ist, ich habe dazu was total Spannendes. Haben wir auch noch nicht drüber Na gesprochen, super. wollte ich aber tatsächlich auch mit dir Dann machen wir das jetzt wollte ich live. tatsächlich mit dir drüber sprechen. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten und hab dann das Thema angesprochen, dass ich selbst nur für meine eigenen Gefühle verantwortlich bin Ja. und ich nicht für die Gefühle von anderen verantwortlich bin. Ja. Und diese Person, also die ist 20 Jahre älter als ich, die Frau, und die war total empört darüber, wie ich sowas sagen kann, weil sie meinte, ja, aber ich muss doch schon darauf achten, dass ich achtsam mit anderen umgehe und wenn mich jemand beleidigt und ich mich dann und ich dann verletzt bin, dann ist das ja die Schuld von der Person. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ach so. Bist du so fremdgesteuert, gehst du so Ja, fremdgesteuert durchs Leben, dass du andere dafür verantwortlich machst? Also klar, ich sag jetzt nicht, benehm dich wie das größte Arschloch und hau anderen ständig irgendeinen Müll vor den Kopf und verletze absichtlich nein, andere Menschen, natürlich das, nicht. weil ich sage, du bist selber dafür verantwortlich, wenn du Ja, dich schlecht fühlst, weil ich dich beleidigt habe. Das sagt ja keiner. nein. Man sollte schon darauf achten, dass man achtsam mit seinen Mitmenschen umgeht. Das steht außer Ja. Frage. Das ist auch gar nicht die Diskussion oder das Thema. Aber wenn ich mir darüber bewusst werde, dass ich selber die Kontrolle habe, ob ich mich jetzt schlecht fühle. Und das darf ich ja auch. Ich darf mich ja auch schlecht fühlen, wenn mich etwas verletzt. Das ist ja das Thema. Ich darf Ja. mich ja, aber ich darf mir auch darüber bewusst sein, dass ich selber das in der Hand habe, da auch anders mit umzugehen und vielleicht zu sagen, hey Ingi, ist doch vielleicht gar nicht so dramatisch zu einzustufen. Vielleicht ist mir das auch scheißegal, was die Saskia mir gestern gesagt hat. Oder vielleicht ist es mir auch nicht egal, aber Ja. das ist ihre Meinung und ich kann da aber anders mit umgehen. Und das ist für viele Leute noch so ein Thema, dass das noch nicht angekommen ist. Und das hat ja auch voll viel mit Kontrolle zu tun. Also Ja. es ist ja, kontrolliere das, wie du fühlst, kontrolliere das, wie du denkst, weil das ist eben genau das, was sich in deinem Leben halt auch widerspiegelt. Ja, nur stellt euch vor, wie viele Branchen pleite gehen, wenn das passiert. Weißt du? Ja. Verstehst du? Ich habe mit Alicia nämlich genau das Thema ja gehabt, Ja. dass wir gesagt haben, ey,
ohne Scheiß, wenn jetzt alle Frauen auf diesem Planeten sich selbst so akzeptieren, wie sie sind, ja, dann geht die gesamte Kosmetikindustrie pleite. Da verkaufen ja keine Modelabels mehr, die Shapewear und die hohen Schuhe und die Kosmetikindustrie wird ja keinen Gramm Make-up mehr verkaufen oder die Mascara oder die Creme oder das Shampoo, was die extrem glänzenden Haare macht, die... Und dasselbe hast du mit fremdgesteuerten Menschen, die kannst du besser manipulieren. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, du hast es so schön am Anfang gesagt, dass du das so toll findest, dass ich das kostenlos anbiete. Ich habe den Leuten, die bei Meditation March dabei sind, haben den Text schon gelesen. Ich habe einen Text geschrieben, der heißt Meditation ist kostenlos. Das heißt nicht, dass meine Arbeit, die ich hier mache, wertfrei oder wertlos ist in dem Fall. Überhaupt nicht, aber genau das ist das Problem. Wir haben einen Glaubenssatz in der Gesellschaft, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Genau, ja. Und deswegen werden die einfachen Dinge, die eigentlich so krassen Outcome hätten, gar nicht so wertgeschätzt, weil sie ja nichts kosten. Wenn du jetzt 150 Euro für den Meditationsmarsch nehmen würdest... Boah, das wäre Wahnsinn. Das ist ein so gutes Produkt, aber es ist kostenlos. Nee. Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Ganz genau. Und so ticken leider Gottes viele kapitalistisch geprägte Menschen. Ja, und das ist halt in unserem Land einfach so, weil wir leben in einem sehr kapitalistischen Land. Es definiert sich alles über einen Preis. Und ist es nicht teuer genug, dann ist es nicht schlecht. Nicht, genau. Es ist nichts wert. Und da ist das Problem, was wir haben, weil wir haben halt Menschen in Positionen, die davon profitieren, dass die anderen, die weiter unten, sage ich mal, ich will gar nicht im populistischen Sinne jetzt sprechen, die da oben und die da unten, aber dass Menschen fremdgesteuert sind, davon profitieren ja ganze Branchen und ganze Berufszweige. Ja, absolut. So, dein Berufszweig, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was du eigentlich noch so machst, außer deiner Tätigkeit als Yogalehrerin. Dein Berufszweig profitiert, in Anführungsstrichen will ich sagen, profitiert ja auch davon, dass es Menschen nicht gut geht körperlich. Ja, zumindest ist das so, wie das in Deutschland funktioniert. Das meine ich damit. Ich bin Physiotherapeutin. Das haben wir jetzt auch mal gedroppt. Genau. Und das große Problem hier in Deutschland ist einfach, unser Gesundheitssystem ist... Krankheitssystem. Entschuldigung. Nein, aber du hast vollkommen recht. Ist kein Gesundheitssystem. Ja. Also Gesundheitssystem, das Krankheitssystem, das ist nämlich genau darauf aufgebaut eigentlich, dass die Leute krank sind und erst wenn sie krank sind, dass dann etwas passiert. Das Problem ist, dass wenn du erstmal krank bist oder erstmal krank werden musst, damit etwas passiert, da ist es ja eigentlich schon zu spät. Mhm. Und mein Beruf als Physiotherapeutin lebt davon, dass die Leute krank sind, krank werden, krank gemacht werden und sich selbst krank machen und deswegen dann zur Physio kommen und Physio brauchen. Aber eigentlich... Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Eigentlich... sehe ich mich in einer präventiven Position. Absolut. Das ist nur leider nicht von den Krankenkassen finanziert. Korrekt. Da ist kein Arzt dran interessiert. Korrekt. Da ist kein Krankenhaus und schon gar keine Pharmaindustrie dran interessiert. Ja, dass die Leute, wenn sie gesund sind... Ich habe mir letztens ein Video auf YouTube angeguckt und ich fand das so genial, weil die Frau hat gesagt, lass doch mal deine Blutwerte checken, wenn es dir richtig gut geht. Wenn du sagst, boah, die Sonne scheint mir aus dem Arsch, es geht mir richtig gut, dann gehe ich zum Arzt und lass mal meine Blutwerte checken und guck mal, wie das Blut da ist. Genau, wie die Werte sind, wenn es mir richtig gut geht, damit ich einen Referenzwert habe, wenn es mir schlecht geht, weil auch diese ganzen tabellarischen Werte und Normen, die wir haben, das ist alles an kranken Menschen gemessen. Ja. Und will ich mich als gesunder Mensch an einem kranken Menschen messen? Nein, will ich eigentlich nicht. Und ich will mich auch nicht an irgendeiner Norm messen. Ja. Aber das macht keiner. Es geht ja niemand zum Arzt, wenn es ihm gut geht. Ja. Es geht ja niemand zum Arzt, wenn er und geht hin und sagt, boah, Doktor, mir geht's so geil. Was kann ich machen, dass das so bleibt?
Nein. Gibt es was, dass ich was machen kann? Ja. Es kommt zu mir kaum jemand, nie eigentlich jemand zu mir in die Praxis, zur Therapie, der sagt, eigentlich geht es mir total gut und ich wollte nur ein paar Werkzeuge an der Hand haben, was ich machen kann, ja, damit das so bleibt. Weil ich habe zum Beispiel eine sitzende Tätigkeit, ich arbeite im Büro, ich sitze den ganzen Tag, was kann ich denn noch zusätzlich machen, damit es mir weiterhin so gut geht? Oder keine Ahnung, ich habe eine körperliche Arbeit, ich bin Dachdecker oder Klempner oder irgendwas. Was kann ich machen? Ja. Was kann ich machen, mir diese typischen Berufskrankheiten, und das ist nun mal, das ist leider ein riesengroßes Problem, auch in dieser Gesellschaft. Mhm. Wir arbeiten sehr, sehr viel und 90% der Leute, die zu mir kommen, das sind Leute, die sich kaputt gearbeitet haben. Ja. Die einfach aufgrund ihres Berufs, während sie noch berufstätig sind, schon krank werden und spätestens, wenn sie in Rente sind, dann die Probleme bekommen. Ja. Spätestens. Und das Hauptproblem ist da immer die Arbeit. Und ich sage den Leuten immer, sie müssen eigentlich das vermeiden, was ihnen diese Beschwerden macht. Und das ist aber für viele die Arbeit. Und dann hat man nämlich diesen Teufelskreis, weil die Arbeit kannst du ja nicht einfach sein lassen, weil du musst ja deinen Lebensunterhalt irgendwie weiter finanzieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich vorher vielleicht Gedanken macht, was kann ich denn machen, um gesund zu bleiben? Und das ist zum Beispiel gesund ernähren, mehr bewegen, ja, einfach präventiv zu arbeiten. Aber das ist nicht, wie das System davon lebt. Ja. Ne? Und ja. Und ich muss da noch einen Einwurf machen, weil ich das jetzt auch immer wieder sagen muss. Ich stelle mich schützend vor die gesamte Gen Z. Ich glaube, du gehörst da auch rein, oder? Bist du schon... Ab wann ist denn Gen Z? Ich habe mich da noch nie... Wann bist denn du geboren? 97. Ich weiß gar nicht, ich müsste gerade so an der Grenze zu... bist, glaube ich, noch Millennial, mich, ne? Ich würde mich auch eher so Millennial, ja, ich glaube auch, einordnen. Genau. Also ich stelle mich hiermit ganz offiziell schützend vor die gesamte Gen Z, weil was mich so anpisst, ist mich so... Es gibt so tolle Reels und Videos und Memes darüber, dass Menschen, die jünger sind als wir beide jetzt, die hier sitzen, hingehen und sagen, ich möchte unter solchen Arbeitsbedingungen so nicht mehr arbeiten. Oh ja. Und ich möchte mich nicht komplett kaputt arbeiten. Ja. Ich möchte eine 30-Stunden-Woche machen oder ich möchte vielleicht sogar nur eine halbe Stelle machen und mir noch was daneben aufbauen, damit ich entscheiden kann, wie. Und die werden so fucking hart beschossen von den Medien, von den ganzen Boomern und den Ü45ern, weil sie ihr gesamtes Leben gebuckelt haben, jetzt bei dir auf dem Physiotisch sitzen, kaputt sind und nicht mehr können. Hatte ich und letztens noch eine Diskussion. Genau drüber. Das. Ja. Und nur weil die deswegen jetzt innerlich angefressen sind, dass da jetzt die junge Generation um die Ecke kommt und sagt, Leute, Respekt, dass ihr das so lange durchgehalten habt, ich mach's nicht mehr. Ja. Und dann ist es halt der Punkt, wo meine Eltern reden manchmal auch so. Ne? Also meine Eltern gehören in diese Generation, ja, weil die auch natürlich die Medien konsumieren. Und dann wird das einfach nachgeplappert, wenn ich in meine Heimat fahre. Die ganzen Menschen, Ü40, reden so. Und dann sitze ich da immer und sage, ey, also nur weil ihr das nicht machen konntet auch, nicht machen wolltet. Ich kann mir vorstellen, auch nicht konnten. Konntet. Ja. Und jetzt haben die tatsächlich dieses Privileg, viele von denen zu sagen, ich suche mir meine berufliche Stelle aus, weil wir haben Fachkräftemangel. Ja. Die haben Mecker jetzt. Ja. Die können jetzt sich aussuchen, wo sie arbeiten. Ja, so ist es bei mir ja auch. Das ist bei dir also genau dasselbe. Das ist bei mir ja auch. Ich habe ja ganz, also wenn ich das so einigen Leuten erzähle, mit was für Voraussetzungen, und ich sage das bewusst so, ich in meinen... Also ich habe in der Praxis gearbeitet, ich wollte dort weg, ich war unglücklich und ich wollte mir eine andere Stelle suchen. Und da bin ich mit Voraussetzungen auf Arbeitssuche gegangen, beziehungsweise du wirst ja beschmissen. Also auch in meiner Branche wirst du beschmissen. Logisch. Die rennen dir hinterher, weil die, und das ist als Arbeitnehmerin in dieser Branche, ist es ein super Vorteil, dass das grundlegend gesellschaftlich gesehen eine absolute Katastrophe ist. Das muss ich nicht sagen. Ja, es ist für dich mich, persönlich für ist mich cool. persönlich jetzt gerade oder ne, zu dem Zeitpunkt war das super genial, weil ich habe gesagt, ich möchte 30 Stunden arbeiten, ich möchte einen Tag die Woche frei haben, ich möchte das Gehalt haben und da diskutiere ich auch nicht drüber, ich möchte so und so viele Urlaubstage, ich will den Hund mit zur Arbeit nehmen, ich möchte
möchte morgens anfangen und mittags frei haben. Also ne, ja, ich mache keine Spätdienste, Spätschichten mehr. Ja. Ich möchte nicht bis abends um 20, 21 Uhr am Patienten stehen, sondern ich fange früh an und bin früh zu Hause. Wenn ich das einigen erzähle, dann gucken die mir so, ja, aber was sind das denn für Ansprüche? Und ja, warum, ja, ja. Ne? Und in deinem Alter, da kann man, ich bin 26, da kann man noch 40 Stunden arbeiten gehen. Und warum, wie für Tage, warum, wo ich dann sage, ja, aber ganz ehrlich, also I'm sorry, ich weiß schon, dass ich aus einer sehr privilegierten Position spreche. Mhm. Ich bin mir sehr, sehr darüber bewusst und ich bin mehr als dankbar dafür, dass ich in einer Position bin, wo ich sagen kann, pass auf, die 10 Stunden weniger. Mhm. Ich nehme lieber meine Freizeit und ich verzichte auf die paar hundert Euro mehr. Ja. Das ja. kann ich. Ich kann mir das finanziell leisten und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich weiß, dass viele das nicht können und ich weiß, dass ich da sehr privilegiert bin. Ja. Aber, und das muss ich dazu sagen, dadurch, dass ich das kann, warum soll ich das denn nicht machen? Weil das Problem ist ja auch, dass die ganzen Boomer, die vergessen ja auch. Ja. Damals, also so vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren, ja. da konnte ja eine ganze Familie von einem Gehalt. Haupteinkommen ernährt werden. Die konnten sich einen Urlaub einmal im Jahr leisten, da stand ein schönes Auto vor der Tür und da wurde sich ein Haus gekauft. Die Kinder, die Frau, der Hund ja. wurden ernährt. Wenn man jetzt so dieses klassische Familien- ja. und Zielbild ja. sehen möchte, ja. ne? Das konntest du alles von ja. einem 40-Stunden, 45-Stunden Job, wo ja. der Mann meistens ja arbeiten gegangen ist, ja. konntest du das finanzieren. Das kann man sich ja jetzt nicht mehr, also ich und mein Mann können uns das jetzt nicht leisten, wenn wir beide 40 Stunden arbeiten ja. gehen, weil du kannst dir ja. aktuell nicht mal eine Mietwohnung ja. von 100 Quadratmetern mit 4 Zimmern ja. in einem vernünftigen Raum mit einer vernünftigen Ausstattung, wo es dann auch schön ist, wo man es ja. dann auch schön hat, kannst du dir ja nicht mal das leisten. Da ja. geht ja auch selbst einer für die Miete nur arbeiten. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Korrekt. Wo man dann nämlich sagt, ja gut, ich fahre trotzdem in Urlaub, mhm. ja, ein Haus baue ich mir jetzt nicht das nächste Jahr, die Nein. nächsten 2 Jahre, ob ich jetzt ja. 40 Stunden mir den Arsch abbuckeln gehe ja. oder halt nicht. Macht halt für mich wenig Unterschied. Und dann bin ich halt in der privilegierten Position, dass ich sage, ja, pass auf, die paar hundert Euro, dann nehme ich lieber meine Freizeit. Und habe am Ende dann auch noch ein bisschen was von meiner Gesundheit, weil ich bin auch in einem Beruf tätig, der körperlich sehr anstrengend ist. Und ich muss gut auf meinen Körper Acht geben, damit ich das die nächsten Jahre noch machen kann. Ja. Und obwohl ich weiß, dass ich auch in dem Beruf nicht bis zur Rente arbeite. Ja, und das ist... Das meine ich, wenn ich sage, ich stelle mich und du offenbar auch. Ja, absolut. Wir stellen uns beide schützend vor dieser Generation. Absolut, das ist gesund. Genau, weil das triggert natürlich Menschen, die, ich muss diese Folge nochmal nennen, das ist eine meiner beliebtesten Folgen des letzten Jahres gewesen, das hat uns doch auch nicht geschadet. Ja, oh, bei dem Satz so, kriege ich Pickel und ich möchte kotzen. Genau. Das sieht man. Und wo ich jetzt heute mittlerweile sehr, sehr knallhart in solchen Gesprächen, wenn der Satz fällt, letztens bei meinem Friseur fiel er auch, nicht von meinem Friseur, sondern von seiner Mitarbeiterin. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, sind Sie sich sicher? Ich ja. bin mir da nämlich nicht mehr so sicher, ja. ob es euch nicht geschadet hat oder ob es vielleicht doch geschadet hat. Ja. Und ihr wollt es nur leider nicht wahrhaben und ihr werdet aber dann damit konfrontiert, wenn ja. plötzlich jüngere Menschen, das müssen jetzt ja gar nicht so junge Menschen sein, weil ich werde 30 dieses Jahr und ich trigger auch ständig Menschen dieser Generation mit dem, was ich tue. Ja. Ne, weil ich tue Dinge, die für Leute nicht in Schubladen passen. Das ist doof, weil wenn ich nicht in Schubladen passe, dann passe ich für die Leute nicht in ihr... Ja, man kann dich nicht einkategorisieren. Man kann mich nicht in irgendeine Kategorie packen, das ist doof. Das Label passt nicht. Genau, das Label, das kann man nicht, man kann es nicht labeln, weil da sind ja. zu viele, man müsste mich zutackern mit Labels, ja. ja? Also ihr könnt mich gerne weiter labeln, wenn es euch hilft, aber ich label mich ja selber schon nicht mehr, weil ich mittlerweile, wenn ich einmal ein Reel gepostet, wo ich mal die ganzen Berufsbezeichnungen runtergeballert habe, da fehlen ja noch welche. Und ich habe das so runtergeschrieben und habe so gedacht, schreib das mal in so ein Formular beim Amt. Ja, da bist du aber beschäftigt. Da ja. ist ja gestern auch nochmal so gedacht, so ja, wie viele, was schreibe ich eigentlich in so ein Amt, in so eine Berufsbezeichnung? Da schreibe ich mittlerweile rein selbstständig ja. oder Unternehmerin, mhm. weil dann fragt kein Mensch mehr nach, ja. Weil es gibt, und habe ich eben gerade schon zu dir gesagt, wenn ich ein Kerl wäre, wäre das auch alles cool, wäre es kein Problem, weil bin ich ja voll der krasse Typ. Und so bin ich aber halt eine Frau, die Raum einnimmt und das ist halt unheimlich, ja. Und genau, deswegen, wir schützen hier die Gen Z, weil ich kann das nicht mehr hören und ich denke mir so, ey Leute, ich mache diesen Meditation March genau deswegen,
weil es mir auch scheißegal, wie alt ihr seid, die hier zuhören. Ich weiß, mir hören hier Leute zu, die sind 15 und ich weiß, mir hören Leute zu, die sind 75. Also es ist mir völlig egal, wie alt ihr seid, aber wenn euch was triggert, ist das nicht das Problem des anderen. Und das ist das, was du eben mit dem Thema Schuld und Verantwortung und Gefühle hattest. Ja. Weil wenn ich getriggert bin durch eine Sache, die du zu mir sagst, das mich nicht mal betrifft, sondern dass du mir zum Beispiel erzählst, ich arbeite nur 30 Stunden. Ja, das ist auch mal dieses nur, Was ist die Norm? Fragezeichen. So, ich arbeite 30 Stunden die Woche, ich habe die und die. Und wenn ich dann dadurch getriggert bin, dass ich denke, ey, was nimmt die sich raus? Ja, dann ist das doch mein Problem. So jungen Jahren, wie kannst du nur? Du bist gerade seit ein paar Jahren aus der Ausbildung raus und warum fängst du nicht erstmal Vollzeit an? Das haben wir doch alle gemacht. Und wie gesagt, und auch da wieder an der Stelle, ganz ehrlich, Leute, wenn euch was triggert, es ist völlig okay, es dürfen euch Sachen triggern, es dürfen euch Menschen triggern, es dürfen euch die Aussagen triggern, aber bitte schüttet dann nicht euren Scheiß über deren Vorgarten aus und wundert euch, dass die Person dann vielleicht irgendwann die Schotten hochzieht und sagt, mit dir will ich eigentlich nicht mehr reden. Und das, und dazu muss man ja sagen, wenn man jetzt ein gutes Verhältnis zu jemandem hat und da vielleicht auch die Trigger kennt und die Punkte kennt, klar. Ich würde jetzt bei dir, ich kenne einige deiner Buzzer, ich hau da ja jetzt nicht wahllos einfach drauf, weil ich mir denke, ja fuck it, ist mir halt egal und ich habe dann damit nichts zu tun, wenn sie sich dann halt schlecht fühlt. Das sagt ja keiner. Nein. Aber wenn fremde Menschen sich getriggert fühlen von Situationen oder von Aussagen von Personen, die man vielleicht nur flüchtig kennt oder so ein bisschen kennt oder vielleicht auch gar nicht gut kennt, dann ist das einfach, das schaut da einfach mal in euch selbst rein. Schau einfach in dich selbst rein und frag dich dann, was ist jetzt gerade hier wirklich das Thema? Warum stört mich das so? Warum verletzt mich das gerade? Ja. Und das machen so viele nicht. Weil es ist ja anstrengend. Es ist ja anstrengend, sich damit zu beschäftigen. Und das kann ich verstehen. Und man braucht natürlich auch Ressourcen und Kapazitäten, um sich damit zu beschäftigen. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Wir haben alle auch Momente, in denen wir viele Kapazitäten haben, wo potenziell Raum da wäre, sich damit zu beschäftigen. Und das ist nicht so, dass das immer so ist. Das ist bei keinem von uns immer so. Ich habe auch nicht immer viel Kapazitäten, im Gegenteil, ich habe ganz oft auch ganz wenig Kapazität, aber in den Momenten, wo ich merke, ich habe Kapazität, da hole ich mir den ganzen Scheiß mal vor die Linse und gehe dann mal die Kiste durch und guck dann vielleicht die ein oder andere Sache mal ein bisschen genauer an, weil das ist das, wie nennt man das, Self-Progress? Kann man das so sagen? Ja, wie das funktioniert. Und das ist das Geniale daran ist, das kann man ja, egal wie alt man ist. Also ja, da muss ich auch nochmal sagen, also rein wissenschaftlich gesehen, weil auch da wollen ja wissenschaftliche Studien haben. Mhm. Also googelt mal Neuroplastizität. Punkt. Oh ja. Ja, googelt es einfach mal, weil wenn mir das nächste Mal nochmal ein Mensch mit über 50 sagt, ich bin so, ich kann mich nicht mehr verändern, das ist halt so, ich war schon immer so, muss ich sagen, leider falsch, weil dieser Gedanke lag ganz lange in der Neurophysiologie, in der Neurowissenschaft. Man dachte früher, ab einem gewissen Grad kann man sozusagen nicht mehr so viel Neues lernen. Das hat man früher gedacht. Das ist aber schon, Leute, das ist schon über 15 Jahre widerlegt. Also bitte, wenn ihr das nächste Mal denkt, ich bin halt so, ich kann mich nicht mehr verändern, weil ich bin ja schon seit 50 Jahren so. Das Einzige, was ich tatsächlich sagen kann, ist, es ist schwerer, je länger man in bestimmten Strukturen ist. Absolut, klar. Wenn man 30, 40 Jahre einen bestimmten Glaubenssatz drin hat, ist der schwerer loszuwerden und loszulassen, als wenn ich den erst 5 Jahre habe. Das ist klar. Das heißt, auch Menschen, die jetzt wie wir mit den Mitte 20ern oder Anfang 20 anfangen, uns persönlich weiterzuentwickeln, ist das mit Sicherheit an ein paar Stellen ein bisschen leichtgängiger, als wenn ich das mit 60 tue. Aber es ist möglich und ihr kennt das von mir schon, wenn ihr den Satz, ich kann das nicht oder das ist halt so oder das hat uns auch nicht gefallen. Ja, wenn ihr euch das selber lang genug erzählt, glaubt ihr den Müll. Dann erzählt euch lieber irgendein schönes Mantra, was euch die Inji vorhin so schön erzählt hat. Oder ihr könnt euch auch eine Affirmation überlegen, wenn ihr das Gefühl habt, okay, das catcht mich alles nicht. Dann erzählt euch halt jeden Tag 3000 Mal, ich bin wertvoll, weil ihr glaubt es nach dem 3001. Mal irgendwann. Ja. Und dann ist es so, mittlerweile mache ich das so, dass ich auf dem Fahrrad sitze. Ich habe jetzt aufgehört, auf dem Fahrrad irgendwie dann noch Podcasts zu hören auf einem Ohr, sondern ich fahre Fahrrad
und gehe meine 14, 15, 16 verschiedenen Affirmationen durch. Wenn ich durch bin, fange ich wieder vorne an. Das mache ich so lange, bis ich angekommen bin. Mhm. Und ihr glaubt nicht, wie gut es mir geht, wenn ich dann mit dem Fahrrad irgendwie zur Musikschule fahre und dann da ankomme und tatsächlich glaube, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Das habe ich nämlich ganz lange nicht geglaubt. Das ist ja im Prinzip ein Austricksen vom Gehirn eigentlich, wenn man so möchte. Ja. Es gibt Trick, genau. Es gibt ja diesen Trick, den habe ich als Kind gelernt, wenn du schlechte Laune hast oder traurig bist, steck dir einen Stift zwischen die Zähne und du darfst ihn nicht mit den Lippen berühren. Dann lächelst du automatisch. Genau, deine Muskeln machen genau die gleiche, die gleiche Aktivität für dein Gehirn wie beim Lächeln und dadurch kriegst du gute Laune, wenn du das eine Minute hältst und weil du dich selbst austrickst, wenn du so möchtest. Und so kannst du das hier umprogrammieren. Ja, und das habe ich euch schon so oft gesagt hier, und das sage ich auch noch, bis es euch zu den Ohren wieder rauskommt. Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität und Vorstellung. Das heißt, wenn ihr euch etwas vom inneren Auge vorstellt, Dann wird es zur Realität. Deswegen, ihr kennt das ja, wenn ihr aus Träumen wach werdet, die sehr klar waren. Also man nennt es Klarträume. Das sind die Menschen, die auch dann, welche wach werden und sich wirklich noch sehr an das erinnern können, was sie gerade geträumt haben. Ihr kennt diesen Moment, wenn ihr euch kurz fragt, bin ich noch im Traum oder bin ich schon wach? So, und das ist dieser Modus. Vielleicht kennt ihr den Film Inception. Kann ich an der Stelle sehr empfehlen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will. Auch mit dem Thema luziden Träumen und so. Sehr, sehr spannend. Weil unser Gehirn unterscheidet das nicht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei mir ins Coaching kommt, dann arbeitet ihr mit mir überwiegend mit solchen Techniken. Visualisierung. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin so nervös vor dieser Prüfung, dann deklinieren wir durch, was die Worst-Case-Szenarien sind. Dann gehen wir das Best-Case-Szenario durch. Und das gehst du so lange durch, bis du es glaubst, dass das so ist. Mhm. Wenn du mit einem Sportler sprichst oder Sportlerin, die machen das genau so. Die arbeiten mit Mentaltechniken. Jeder Leistungssportler und jede Leistungssportlerin hat einen fucking Mentalcoach und ich muss mich immer noch für meine Berufsbezeichnung entschuldigen, weil Leute sagen, ja, wie, du bist jetzt auch Coachin? Okay, muss man das gendern? Ja, halt's Maul, Hans-Jürgen. Ja, so. Ne? Weil das gendern. Jeder Sportler und Sportlerin, wenn ihr euch mit denen unterhaltet, arbeitet mit Mentaltechniken, die ganz, ganz simpel sind anzuwenden, aber man braucht oft halt jemanden, der einem das anleitet oder der zumindest mit einem das erstmal so durchgeht und dann so, okay, passt und dann kannst du es auch alleine machen. Aber genau das ist die Grundlage davon und das ist auch, warum das, was Ingi heute erzählt hat mit dem Mantra so faszinierend, weil das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Vorstellung und Realität. Das heißt, ihr gebt dem einfach Futter. Und das wird dadurch genährt. Und okay, Mantra. Das beschäftigt. Das Gehirn denkt, es ist beschäftigt. Ist es auch. Es ist beschäftigt. Und unsere Hirnfrequenzen sind ja auch energetisch, also wirklich physikalisch, wissenschaftlich nachweisbar. Das sind Energiefrequenzen, die sind messbar. Und das Gehirn, also diese Schwingungen über diese Frequenzen, das geht ja über unseren Kopf quasi hinaus. Das geht ja auch in die Umwelt. Und auch das ist wissenschaftlich erwiesen und auch das ist physikalisch messbar. Und das macht etwas. Ja, das macht etwas mit deiner Umgebung, das macht etwas mit deiner Lebensrealität und das macht etwas mit dem, was zu dir kommt. Wenn du dich mal gefragt hast, warum einige Menschen in deinem Umfeld besonders viel Pech oder besonders viel Glück, in Anführungszeichen, sage ich das gerade, haben, dann frag dich mal, woran das liegt. Ja. Wenn man zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, wir alle haben oder hatten oder kannten oder haben mal irgendwann jemanden, eine Frau zum Beispiel kennengelernt, die sich darüber beklagt, dass sie immer wieder an den falschen Typ Mann gerät. Ja. Immer wieder, entpuppt sich der neue potenzielle oder mittlerweile dann wieder Partner als das totale Arschloch einfach. Ja. Ne? Und diese Freundin oder Frau beklagt sich immer wieder und eigentlich will ich das ja nicht. Das Problem ist, wenn du dich nämlich genau in diesem Frequenzbereich befindest, dass dein Gehirn immer wieder eigentlich darauf gepolt ist, ich verdiene so jemanden nur oder ich gerate immer nur so an so
jemanden. Kriegst du das auch? Dann kriegst du genau das, weil du kriegst nämlich das, was du bestellst. Und du musst dir ganz klar darüber sein, ein Nur, ein Nicht, also eine negative Form, das existiert fürs Gehirn, existiert das nicht. Das ist genauso, wie wenn ich sage, denk nicht an den rosa Elefanten, du denkst an den rosa Elefanten. Das heißt, dieses Nicht existiert nicht. Alles, was du möchtest, musst du dir positiv formulieren. Wenn du keine Schulden mehr möchtest, dann musst du nicht sagen, ich will keine Schulden mehr, weil das ist das, weil dann bestellst du nämlich Schulden, sondern du musst dir zum Beispiel affirmieren, ich möchte Reichtum. Finanzielle Freiheit. Ich möchte finanzielle Freiheit. Ich möchte den Porsche Cayenne XS, keine Ahnung was. Ne? Das kannst du mit allem machen. Ja. Und über so ein Mantra, mit diesem Mantra hältst du deinen Geist beschäftigt und da kannst du natürlich das Göttliche in dir anrufen, wenn du das möchtest. Ja. Man muss sich halt auch immer beim Meditieren die Frage stellen. Meditation hat so viele unterschiedliche Facetten und Aspekte. Du kannst eine ganze Menge damit machen. Du kannst eine ganze Menge damit machen. Stell dir die Frage und werd dir darüber klar, was möchtest du denn? Mhm. Weil wenn du das möchtest als Wellness und runterkommen und ein bisschen Entspannung und Stressreduktion, ist das vollkommen in Ordnung. Das kannst du machen. Dann nutzt das als Tool. Ja. Du kannst das aber auch machen, um dich spirituell weiterzuentwickeln. Oder dir selber zuzuhören. Auch mal spannend. Genau. Nicht immer nur anderen zuzuhören. Genau, ja. Also das ist alles möglich. Ja. Ja. Große Einladung. Amen. An dich. Ja, ja. Amen. Das Wort zum Montag, genau. Den wir jetzt hier am Montag aufnehmen und ihr auch am Montag hört, aber tatsächlich nicht am selben Tag. Keine Angst, wir haben das nicht morgens um 7 aufgenommen. Da sind wir beide noch nicht ansprechbar. Danke. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das habe ich mir gedacht. Ich komme wieder. Ich wollte gerade sagen, das war nicht der letzte Podcast. Definitiv nicht. Aber mit Alicia schon gesagt, wir müssen, glaube ich, so ein Hexen-Special-Reihe machen. Ja, hätte ich voll Bock drauf. Echt? Machen wir. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon halten würdet. Genau, schreibt mir mal gerne, auch jetzt, die jetzt nicht bei Meditation March dabei sind, wenn ihr auch zum Beispiel, weil ich hatte jetzt tatsächlich jemanden noch nicht vom Fach da, wenn ihr Fragen habt, so rund um Körperthemen, ich habe jetzt hier eine Physiotherapeutin sitzen, also ich glaube, viel, viel bessere Expertise kriegen wir nicht, also ich kriege die nicht hier. Wenn ihr also auch da irgendwelche Fragen habt zu körperlichen Beschwerden oder so und ihr sagt so, ey, vielleicht hast du einen Tipp für mich, wie kann ich das und das und das beim Üben oder so, weil ich weiß natürlich einiges, was aus meiner Erfahrung ist. Aber gerade wenn ihr jetzt irgendwie sagt, hey, kann die Ingi nicht mal so ein paar Tipps geben für Musizierende, die da 8 Stunden mit ihrem Instrument im Raum vor sich hin vegetieren? Yoga, ja. Nee, genau, also falls ihr da irgendwelche Fragen habt, auch schickt die gerne. Ansonsten machen wir demnächst auf jeden Fall noch einen Hexentalk. Ich glaube, ich muss da eine Gruppentalk aufmachen, das werden mehrere Hexen. Und genau, falls ihr jetzt noch nicht dabei seid, kann ich euch auch nicht mehr helfen. Also ich habe jetzt schon so viel Werbung gemacht für ein kostenloses Projekt. Also wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, kann ich euch nicht mehr helfen. Nein, also ihr könnt euch immer noch anmelden, auch wenn ihr jetzt zum ersten Mal hier einschaltet und denkt, ah, cool, will ich machen. Ihr kriegt dann rückwirkend quasi alle Sachen in dem PDF. Da sind auch die Links drin zu den Videos für die Leute, die ein Video aufgenommen haben oder die Podcasts, so wie der hier. Das hat alles verlinkt. Das heißt, ihr kriegt das dann nochmal zusammengefasst. Könnt ihr euch im Dezember nochmal reinpfeifen, wenn ihr wollt. Oder wann auch immer, im Sommer, wenn ihr sagt, jetzt hatte ich irgendwie nicht so die Zeit für. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Das ist dann schon der letzte Montag im Meditation March. Nicht, dass ich dann nicht mehr darüber reden würde hier. Aber das ist dann nicht mehr ganz so viel geballte Meditation. Und dann danke dir, Ingi. Sehr gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.